gehen jetzt Stand-Up-Paddel und Wasserfahrrad fahren. Hallo. Also Nuri nimmt so ein Wasserfahrrad und ich nehme so ein Stand-Up-Paddel. Der Mann da hat mir so ein Paddel gegeben. Also alle anderen Paddel hatten so einen Schaumstoffteil, damit es nicht untergeht, wenn man es aus der Hand fallen lässt. Und er hat mir, weil das ist das Einzige, was mir angeblich gepasst hat, obwohl die anderen mir auch gepasst haben. Aber der ist irgendwie so ein komischer Mann, der war auch irgendwie komisch zu Papa. Egal. Weil Papa, keine Ahnung, wegen dem Gewicht oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da halt schon komisch. Dann meinte er so, ja, dein Vater kann sich ja auch beim Stand-Up-Paddel dann retten, dann nimm lieber ein großes, damit der, falls dein Vater ins Wasser fällt. Das fand ich ja schon scheiße. Aber dann hat er mir halt so ein Furzding gegeben, wo kein Schaumstoff dran war. Und jetzt ist es mir runtergefallen, weil so eine dumme Eila halt das halt immer fallen lässt. Ja, aber hier ist diese Kette richtig scheiße. Ui, pass auf mit dem Handy. Pass auf, ich halte sie fest. Aber jedenfalls... Ja, nee, ich... Die Kette ist richtig schlimm verrostet. Ja, okay, dann tauch sie doch ins Wasser. Die Kette? Ja. Und die macht ein richtiges Scheißgeräusch. Oh. Ne? Hört man das? Nuri, pass auf mit dem Handy! Okay. Eigentlich wollten wir jetzt da durch diese Brücke und dann zu diesem Steg halt, wo... Ich bin ein Krokodil! Wo die immer Dings schwimmen gehen, Oma und Opa, aber jetzt wurden wir aufgehalten. Von einem scheiß Paddel. Mann, ich finde das voll scheiße von mir. Wir fahren gerade hier. Ich habe keine Ahnung, ob man mich hört wegen dem Wind, aber wir fahren halt auf dem Wasser. Eile hat jetzt wieder ein Paddel, aber hat sich trotzdem an Papas Dings rangehängt. An Papas Hydro-Bike. Das ist ein geiler Name. Genau, und wir fahren irgendwo da hinten hin. Da. Weil da ist dieser Steg von Oma und Opa. Und dann wollen wir jetzt zu denen fahren. Dauert aber noch ein bisschen, weil die haben da hinten irgendwo Probleme. Ich habe keine Ahnung, ob man die sieht, aber die haben Probleme. Und ja, Wasserfahrrad ist echt komisch. Wie gesagt, meine Kette ist richtig verrostet. Ich hasse es. Aber wir werden ankommen. Ayla, jetzt geht es schon wieder zu den Seerosen. Ja, ich hole es doch gerade, Mori. Eine Ewigkeit später. Ach so, nein.